Herr Meier, wir starten die Route in den Bahamas und haben den 14 Tage lang ganz tolle Punkte bis in den südlichen Pazifik ahe. Aber vorher wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der neuen Sendung vom Sparkassen-Quizflieger. Jahre jung ist er. Unser nächster Gast im Quizflieger 2017, der Klaus Schwärzler, mit E hat es geheißen, nicht mit Umlaut. Jawohl. Klaus, schön, dass du dabei bist im Quizflieger, herzlich willkommen. Wir sind schon auf einer Höhe von 3900 Fuß steigend und es gibt wie immer eines von 10 Kuvertchen, wo die Routen versteckt sind, die wir mit dir abfliegen wollen, um 5 Motive zu erraten, wo jeweils ein Motiv 100 Euro von den Vorarlberger Sparkassen gibt für unsere Pflegehilfsaktion von Florian aus Dornbirn. Thomas, du hast wieder schön wie ein Jasser. Ganz genau. Das aufgebrettelt. Bitte schön. Klaus, ich hab dir da 10 Kuverts. Bitte such dir eine Route aus. Jawohl, naja, beste ist die Nummer 3. Jawohl, gerne. Alle guten Dinge sind 3. Bitte. Okay. Wir hocken zwar zu viert dahin, aber... So, und ich habe eine absolut tolle Runde. Wir machen einmal einen Schwenk in Bregenzer Wald. Ganz genau. Richtung Bregenzer Wald. Ja. Ah, wunderbar. Da kommt Freude auf. Eindrehen auf 120 Grad. Und zack. Oh. So, lieber Klaus, wir sind in den Vorderwald eingedrungen. Ja. Du hast mir gesehen, du bist ständig en jour, wo wir uns befinden. Ja, das denke ich schon, ja. Okay, dann wäre jetzt dein erstes Motiv zu erraten für 100 Euro. Über die rechte Hand hinunter, dieses Dorf im Vorderwald. Wunderschön mit der Diener, eine Kirche platziert, schöner Dorfkern. Bekannt, gut zum Essen. Ja, ganz klar zu erkennen, Lingenau. Ach so, ist das ganz klar. Ja, ja. Ja. Käsekeller. Ja. Und ja, passt. Kannst du da wie aus der Pistole geschossen? Muss genau. Lingenau sein. Ja. Somit erste Runde, Thomas. Ja, 100 Euro in den Topf für den Florian. Lieber Klaus, das war ja vorher eine grandiose Leistung gleich auf Anhieb. Ganz klar, hat er gesehen. Jetzt werden wir dir ein bisschen in die Irre führen. Jetzt muss er ein bisschen, ja, vielleicht muss er ein bisschen hirnen. Links unten haben wir eine Alpe. Wir sind nach wie vor im Bregenzer Wald. Und diese Alpe, wo da bewirtschaftet wird, hat einen speziellen Namen. Was könnte das sein? Ist es die Weißflugalpe? Absolute Spitze. Ja? Das gibt es nicht. Ja, da macht der Klaus uns Piloten sogar noch was vor. Auf einer grasigen Kuppe liegende Weißflugalpe. Absolute Spitze. 200 Euro mittlerweile im Topf. Und ein herzliches Dankeschön auch an die Vorarlberger Sparkassen mit ihrem Bitspoin Global Fonds. Für unseren Florian, der gilt es rund um die Uhr zu betreuen und wir möchten einmal die Woche ein ganzes Jahr hindurch eine Pflegekraft mitfinanzieren, ja, mit diesem Quizflieger 2017 und da hat der Klaus schon wieder einen wesentlichen Anteil dazu beigetragen. Bist du noch orientiert, Klaus, wo ja, wir ja, fliegen? Natürlich. Wir bleiben gerade auf der Strecke weiter. So Klaus, es gilt dieses Gewässer jetzt zu erkennen. Andreas etwas nach rechts und Klaus, bitte, wie heißt dieses Gewässer, wo du da unten siehst? Ja, Albenesee oder Körbersee? Aber jetzt musst du dich entscheiden. Ja, mal ein kleiner Luger. Albenesee? Absolut richtig. Ja, was das? Okay. Warst du schon mal dort? Ja, natürlich bin ich dort gewesen.
Im Sommer am Laufen und im Winter am Skifahren. Ja, da. Das ist schön. Absolute Spitze. Ja, ja. Und Klaus, damit hast du uns 300 Euro in die Kasse gespielt für unseren Florian. Super, herzliche Gratulation. Jetzt schauen wir mal, der Bregenzer Wald war für ihn sehr leicht. Ja, jetzt haben wir natürlich Vorarlberg gleich mal komplett durchkreuzt. Und jetzt würde ich vorschlagen, jetzt kommen wir einmal in eine andere Talschaft. In was für eine, das sagen wir gleich. Jawohl. Gut. Servus miteinander, wir vom Muttersberg wünschen allen Teilnehmern vom Sparkassen-Quizflieger viel Glück. Egal, wenn ihr nicht alles wissen, hauptsächlich im Florenz Daumen bei Kolfer. Danke fürs Mittour, coole Sache, echt danke. Aus dem Arlberggebiet haben wir unseren Klaus Schwärzler in eine andere Talschaft entführt, die er jetzt erkennen muss, beziehungsweise Klaus, wenn du nach links runterschaust, sehen wir eine, ja, es geht um eine Ortschaft, wo man natürlich sehr markant da in dem Tal ist. Ja, das ist Schrutz im Motorhaut. Absolut richtig. Ja, super zum Erkennen gewesen. Jetzt sind wir über Silbertal rausgeflogen. Ja, das hat er auch schon gekriegt, ja, ja, super. Ja. Gratuliere, wir haben im Topf einen 100er mehr und somit 400 Euro. Absolute Spitze. Eins noch, das schaffen wir jetzt auch noch, gell? Ja, also die 500er wären noch gut. Schau mal, ob er das nächste Ziel auch noch packt, der Klaus. Ich bin guter Dinge, du Thomas. Ja, und wir drehen nach rechts ab. Machen wir doch. Klaus, auf unserer 9 Uhr Position befindet sich ein Gipfel auf 1645 Meter und der Name bitte. Das ist für mich wieder ein ganz leichtes, hohe Kugel. Bin ich höchstens zweimal oben gewesen. Von beiden Richtungen. Bravo! 500, wir haben es wieder. Volkskessel. Ja, den 500er haben wir erreicht. Kugelalpe da drunter, da. Sehr schön. Klaus Schwärzler, mit E. Mit E. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank für deine landeskundige und sympathische Art und Weise. War schon sehr ein toller Gast auch. Und wir fliegen jetzt Richtung Hohenems. Sagen euch daheim danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Danke.